Ja, hallo Andi, schön dich zu sehen. Moin. Gute Gelegenheit, mal ein Gedicht fürs Benno-Haus uns wieder abzuholen. Du arbeitest ja mit Stichworten und unser Stichwort wäre, glaube ich, Medienjunkies aus dem Benno-Haus treffen Andi und Paul. Da kriege ich was zu hin, auf jeden Fall. Warte. Jo, kriege ich hin. Gut. Thank you.
Ja, ich bedanke mich sehr herzlich. Wäre lieb, wenn du es mir uns vorlesen kannst. Gerne. Medienjunkies aus dem Benno-Haus treffen Andi und Paul. Wenn sich Kellerkinder, die vorm Rechner sitzen und Filme schneiden, herausbewegen, hinaus in die freie Welt, dann muss es dafür schon einen guten Grund geben. Andi Substanz tippt Texte auf der Schreibmaschine gegen die Krise. Das ist doch Anlass, die Medienjunkies mit Content zu füttern. Wohl durchdacht filmen sie den tippenden Typen.
halten fest, was sonst nur für den Moment Bestand hat. Vernehmen das fast vergessene Klacken der Schreibmaschine, das dem Autoren Antrieb ist. Es gibt den Duktus vor, sorgt für Rhythmik innerhalb der entstehenden Zeilen, die hier auf Papier gebannt werden, in Windeseile aus dem Hut gezaubert. Inspiration ist die gesamte Szenerie, die Passantinnen, die den Platz vor der Wolfskulptur frequentieren, die umgebende, erwachende Natur mit ihren Bäumen und Büschen, die wärmenden Sonnenstrahlen im Rücken des hockenden Verfassers, zu Füßen von Paul Wolf, der mahnend die Situation überblickt. Auch in seinem Geiste will ich hier Worte finden. Worte für Poesie gegen die Krise, die den Menschen ein Lächeln in die Mundwinkeln zaubern. An die Substanz für den Lyrikkeller am 21.04.2021.